Willkommen in Mitten-Coswigs, mitten im Schulleben der Leonhard-Frank-Oberschule. In diesem Schuljahr lernen an unserer Schule 333 Schülerinnen und Schüler in 15 Klassen, darunter Schülerinnen und Schüler aus 14 Nationen. Jeder Tag ist bei uns spannend und abwechslungsreich. Unter dem Titel Gemeinsam lernen und gemeinsam wohlfühlen entstand das Projekt der gemeinsamen Grundsätze unserer Schule. Sie regeln den Umgang unserer Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer untereinander. Viel Spaß an unserer Schule und herzlich willkommen. In unserem Sekretariat im ersten Obergeschoss finden Schüler, Lehrer und Eltern immer einen Ansprechpartner, wenn sie Unterstützung im Schulalltag brauchen. Ein Bestandteil unseres Schultages ist die individuelle Lernzeit. Hier festigen und vertiefen wir nicht nur die Inhalte aus dem Unterricht, sondern lernen auch, uns selbst zu organisieren, unser Lernen zu planen und Verantwortung für unseren eigenen Lernerfolg zu übernehmen. Es hilft uns, im eigenen Tempo, alleine oder mit Mitschülern zu arbeiten und wir entscheiden mit, an welchen Stellen wir noch Grundlagen festigen oder schon Experten werden wollen. Schließlich lernt jeder auf seine Weise. Wie ihr seht, haben wir in der individuellen Lernzeit auch ein Bewegungsangebot, wo wir Handlungsstrategien lernen, um in Konfliktsituationen angemessen zu reagieren. Ende der 5. Klasse beginnen einige von uns eine Schulung zum Streitschlichter. In den höheren Klassen können wir auch Tablets zur Lernunterstützung nutzen. Die Leonhard-Frank-Oberschule möchte Talente und Interessen von uns fördern. Der Unterricht findet in gut ausgestatteten Fachräumen statt. Wir entdecken und entwickeln dort zum Beispiel unsere Fähigkeiten im Kochen und Nähen, am Computer sowie den Umgang mit Hammer und Schleifpapier. Die Hof- und Mittagspause verbringen wir auf unserem echt tollen, weitläufigen Hof. Der Sportplatz, die Tischtennisplatte und verschiedene Sitzecken laden zum Auspowern und Entspannen ein. Nach dem vierten Unterrichtsblock ist noch genügend Zeit für Ganztagsangebote, fachübergreifende Projekte oder Aktivitäten im Kids-Schulclub, ob Theater, Sanitätsdienst, Volleyball oder Prüfungsvorbereitung. Viele von uns sind auch nachmittags gerne hier. In Beratungsgesprächen mit der Berufsberatung oder den Praxisberatern geht es zusätzlich darum, herauszufinden, welche Stärken uns ausmachen und wie hilfreich diese für unseren Berufsweg sind. Ab der 8. Klassenstufe erhalten wir dort individuelle Unterstützung. Unser Praxisberater organisiert dazu mit unseren Kooperationspartnern Projekte und Ausflüge, bei denen wir Einblicke in die Arbeitswelt gewinnen können. Besonders cool sind die Praktika- und Werkstatttage. Da lernen wir Unternehmen und entsprechende Berufe kennen, die für uns interessant sein könnten und haben die Möglichkeit, uns zu beweisen und erste Kontakte zu knüpfen. Und wenn wir mal etwas verändern wollen, dann dürfen wir uns äußern. Die Schule ist für uns da und wir dürfen sie mitgestalten. Im Schülerrat besprechen wir, was uns wichtig ist und welche Projekte wir gerne umsetzen wollen. Aktuell planen wir ein grünes Klassenzimmer. Unser Schülerrat ist auch im Kreisschülerrat vertreten. In der Schulkonferenz stimmen wir neben den Lehrern und Eltern zu gleichen Teilen ab. Elternmitarbeit ist sehr wichtig an unserer Schule. Es ist ein schönes Arbeiten hier einfach. Also auch wenn man jetzt, man opfert ja seine Freizeit dafür, ne? Und da ist man immer wieder froh, dass man das machen darf, weil das ist eben, man wird hier auch gehört und man wird auch verstanden. Ja, auch wenn es Probleme gibt, dann wird das aktiv hier angesprochen.